Kampf der Inflation mit diesen Aktien klappt. Die Inflation, sie ist gekommen, um zu bleiben. Aber erstmal hallo aus dem wunderschönen Thailand. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Ab und zu regnet es, aber sehr oft scheint auch die Sonne. Es ist immer schön warm. Die Leute sind freundlich. Das Essen ist gut. Ja, Börsenstimmung ist leider nicht so dolle. Die Aktienkurse, sie gehen weiter nach unten. Wir haben weiterhin die typischen Belastungsfaktoren dieser, wie ich es nenne, politischen Börse, da das ganze Unheil, was wir hier haben, ja mehr oder weniger hausgemacht ist oder ich sage mal menschengetrieben, anstatt dass sich die unterschiedlichen Nationen mit Freihandel gegenseitig bereichern, haben wir ja leider Blockbildungen, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen, Sanktionen und so wie es aussieht, kriegen wir vielleicht noch einen neuen Block, das ist dann der OPEC-Block mit Saudi-Arabien an der Spitze, so wie wir ja den Westblock haben, den USA an der Spitze. Naja, muss man mal gucken, was man draus macht oder beziehungsweise was da passiert, draus machen. Wir müssen das Beste draus machen, unter anderem, indem wir beispielsweise in erfolgversprechende Aktien investieren, die auch diese Zeiten überstehen. Ja, wir gucken uns die Inflation an und wir sehen, dass wir hier einige Wirkungsfaktoren haben, die die Inflation eben auf solche Höhen hier treiben. Aber zuerst wollte ich mal noch eine kleine Anekdote erzählen. Wenn Sie sich interessiert, wie ich setze da unten unter dem Video Timestamps, dann kann man gleich zur Aktie, kannst du dich dann gleich zur Aktie vorklicken. Aber ich saß da im Flugzeug auf dem Weg nach Thailand neben jemandem, der arbeitet bei Siemens seit über 20 Jahren. Und dann haben wir so erzählt, wer was macht. Und dann habe ich halt so gesagt, dass ich halt so Unternehmer bin und dass ich Arbeitsplätze geschaffen hätte. Das Wort ist dann halt irgendwann gefallen, ja, Arbeitsplätze geschaffen. Uiuiui, und dann ging es los. Ich würde auch nur Arbeitsplätze schaffen, weil ich noch mehr Geld verdienen will und ich soll nicht so tun, als ob ich ein Wohltäter wäre und sowieso als Selbstständiger ist die größte Sauerei, dass ich nicht in die Rentenversicherung einzahlen würde. Dann habe ich mir erstmal gesagt, dass es das Motiv, Arbeitsplätze anzuschaffen, eigentlich zweitrangig ist. Es geht darum, dass es gute Arbeitsplätze sind, die ordentlich bezahlt werden, die Spaß machen, dass die Leute Erfüllung finden und sie halt eben entsprechend ihre Familien ernähren können. Hat nicht gezogen. Dann habe ich versucht, bezüglich der Rente ihn darzustellen, dass man als Unternehmer, wenn man ein eigenes Unternehmen schafft, sehr viele neue Einkommensströme für den Staat erschließt. Die Leute, die bezahlen die Produkte, das heißt, da wird dann Umsatzsteuer abgeführt. Und neuer Zahlungsstrom, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und dann die ganze Lohnsteuer und das ganze paritätische Sozialversicherungsgedöns, was die Mitarbeiter zur Hälfte und zur anderen Hälfte man als Arbeitgeber quasi abführen muss. So viele Einkommensströme, die da quasi generiert werden, war dem Typ scheißegal. Er selbst aber, wie gesagt, seit 20 Jahren bei Siemens, jetzt in seinem Vorruhestandsprogramm, geht über 5 Jahre, er arbeitet nur noch 50%, kassiert aber 75%, hat er mir dann ganz stolz erzählt, 75% seines letzten Gehalts, also voll gearbeitet hat, obwohl er noch 50% arbeitet und teilweise wird es auch noch vom Staat subventioniert. Und auch noch voller Stolz gesagt, in den 20 Jahren hat er nie eine unbezahlte Überstunde gemacht. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass es in Deutschland auch irgendwo nicht mehr läuft. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute halt wählen, was halt gewählt wird. Ja? Und wenn die Politiker dann halt auch entsprechend diese ganzen Anführungszeichen Wohltaten verteilen und umverteilen und immer mehr Dirigismus hier vonstatten geht. Und am Ende landen wir hier noch in einer krisenideologisch getriebenen sozialistischen Bundesrepublik. Also ganz schlimm. Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Das war jetzt quasi nur so eine in Anführungszeichen Anekdote, aber sie war irgendwo typisch dafür, was für Unverständnis einem als Unternehmer entgegenschlägt. Und man selbst macht sich zurecht in dem System. Nimmt es aus, so gut wie es geht, aber gegenüber denjenigen, die was voranbringen wollen, die Leistung erbringen, die ihre Freizeit opfern, die Arbeitsplätze schaffen, da habe ich es wieder gesagt, das Unwort, das ihn getriggert hat, da schwingt keine Bewunderung mit, da geht es eigentlich dann nur um Neid, also ganz übel.
So, was hat es mit Inflation zu tun? Nichts direkt. Deshalb machen wir jetzt den Sprung auf zur Inflation. Ihr habt ja hier, seht ihr hier die unterschiedlichen Inflationsraten. Vereinigte Staaten und hier Good Old Germany. Wir liegen vorne, juhu, 1,8%. Da gibt es noch zu sagen, dass die Inflation in Deutschland ja in erster Linie angebotsgetrieben ist. Das heißt, wir haben ja eine Verknappung von Energie und auch Verteuerung von Lebensmitteln in erster Linie. In den USA nicht ganz so schlimm, da ist es eher nachfragegetrieben. Das heißt, deshalb will die, das heißt, da haben wir noch Vollbeschäftigung, beziehungsweise nahezu Vollbeschäftigung. Und da haben wir relativ starke Lohnsteigerungen. Und das ist ja auch ein Problem, was in Deutschland noch passieren könnte. Und deshalb will ja auch die Fed unbedingt die Zinsen so lange erhöhen, bis die Arbeitsmarktberichte nicht mehr ganz so positiv ausfallen. Müssen wir mal gucken, ob in Deutschland sich die Inflation auch verhärtet, wenn dann die Gewerkschaften anfangen, ebenfalls höhere Löhne, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist, zu fordern, damit die Arbeitnehmer nach wie vor ein ordentliches Leben führen können. Ach, übrigens, diese 3.000 Euro Prämie, die man sozialversicherungs- und steuerfrei auszahlen kann an seine Arbeitnehmer, ist natürlich auch so eine Geschichte. Siemens und so kann es natürlich locker stemmen, aber so ein kleines Unternehmen, so eine Bäckerei, ne? Bäckereien sind ja momentan auch in Mode in Talkshows oder was noch, Blumenläden, glaube ich. Ja, ob die sich das aus den Rippen schneiden können, auch hier wieder. Man hat die Bevorzugung von Arbeitnehmern, die in großen Betrieben arbeiten, die eh schon besser gestellt sind, die werden über solche Maßnahmen noch mal besser gestellt. Also finde ich auch nicht besonders gut. Jedenfalls, ja, genau, zurück zur Inflation. Also sie ist gekommen, um zu bleiben und sie ist relativ hoch. Und jetzt müssen wir mal gucken, was für Unternehmen mit der Inflation relativ gut zurechtkommen, sodass man denen sein Geld anvertrauen kann. Und interessanterweise haben wir gerade in der letzten Woche mehrere davon im Rahmen von Investor-Updates analysiert. Wir haben ja hier, ja gut, und zwar, Moment, das waren auch schon Earnings-Updates. Ich muss komplett zur Roadmap gehen. Da haben wir hier die letzte Woche Pepsi beispielsweise. Die haben zugelegt bezüglich des organischen Wachstums. Oh, also mal gucken, mal kurz spiegeln. 16% organisches Wachstum. Das sind Desinvestitionen rausgerechnet. Da ist der US-Dollar, der starke US-Dollar rausgerechnet, bilanzieren US-Dollar. Und wie man hier so schön sehen kann, wir vergleichen ja immer den Umsatz zum Vorjahresquartal und dann bezüglich der Schätzung der Analysten. Und da seht ihr, die haben ganz ordentlich die Preise erhöht und sie sind gut damit gefahren. Dann haben sie diese 17% beziehungsweise 16% organisches Umsatzwachstum und die Aktie ist dann auch weiter gestiegen. Haben wir auch im Starterdepot. Das sieht gut aus. Und wenn man sich auch einfach mal hier das organische Umsatzwachstum anschaut von Pepsi und woher es kommt, einmal höhere Volumen, also höheres Verkaufsvolumen und zum einen Preiserhöhung. Das sieht man ganz deutlich. Sie erhöhen aggressiv die Preise, geht etwas auf Kosten der abgesetzten Mengen, die waren sogar leicht rückläufig, aber in Summe haben wir ja schöne Wachstumsraten. Also Pepsi wäre sowas, wo man, Pepsi ist ein Unternehmen, das gut mit der Inflation zurechtkommt. Wir haben dann unten hier auch noch entsprechenden Vergleich mit Coca-Cola drin und dann, wie hoch die Renditeerwartung ist. Anderes Unternehmen, was gut zurechtkommt mit der Inflation, das ist LVMH hier. Luxus scheint immer zu gehen und die haben 19% sogar zugelegt beim organischen Umsatzwachstum und profitieren vor allem vom wiedererstarkten Tourismus und in dem Fall auch vom starken US-Dollar, weil sie ja in Euro bilanzieren. Dann haben wir noch ein anderes Unternehmen gehabt, was wir letzte Woche, das waren Earnings-Updates, die Earnings kamen erst letzte Woche raus. Das hier ist ein Investor-Update. Und Novo Nordisk ist auch eine solche Aktie, in die man investieren kann. Ich analysiere die jetzt hier nicht im Detail, weil das ist ja hier schon gemacht worden. Wir suchen uns andere Aktien aus und ich bin auf zwei Branchen, das sind jetzt keine Geheimnisse gestoßen. Also hier haben wir ja quasi Luxus, Nahrung und Pharma. Das sind Branchen, in die man investieren kann, in einige dieser Unternehmen. Andere Branchen sind
Rüstung und wie ich finde auch Tower REITs. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Gehen wir hier in den Aktienfinder rein und fangen wir mal an mit Rüstung. Und da habe ich mir Lockheed Martin ausgesucht. Wir haben ja einiges, mal ein bisschen kleiner machen hier. Wir haben ja einiges, wenn es um Rüstung geht. Wird hier etwas beschönigend umschrieben mit Raumfahrtverteidigung, weil es einfach besser klingt. Wir wollen ja nicht, dass die Investoren, dass du als Investor ein schlechtes Gewissen bekommst. Und wenn wir dann mal einfach schauen, was hier die Big Player sind in dem Bereich, da habe ich mich für die Nummer 2 entschieden. Raytheon Technologies ist noch größer von der Marktkapitalisierung her. Aber Lockheed Martin hat 2,9% Dividende und ist natürlich schon mal ganz nett, wenn man auch noch einen Cashflow generieren kann. Ja, wir sind in die Zahlen ausgefallen von Lockheed Martin. Oberflächlich betrachtet waren sie erstmal nicht ganz so gut. Wenn man auch hier in den Qualitätscheck geht, da sieht man dann auch verdächtige Dinge, die geklärt werden möchten. Unter anderem hier ein Gewinneinbruch, habe ich geschaut. Woran liegt das? Habe ich gesehen, das liegt an zwei Dingen. Zum einen tatsächlich ein bisschen am operativen Geschäft. Unter anderem F-35 Aufträge haben sich verschoben, aber nur verschoben und nicht aufgehoben. Irgendwann werden sie da fliegen, wo sie fliegen sollen voraussichtlich. Und zum anderen wurden Betriebsrenten verkauft an Versicherungen. Verkaufen oder übertragen könnte man vielleicht sagen, also Verpflichtungen wurden abgegeben an einen Versicherer, der diese Betriebsrenten ausbezahlen soll. Man nimmt die aus den Büchern. Das macht Lockheed Martin schon länger, haben sie jetzt wieder gemacht und es waren über 4 Milliarden US-Dollar, die das Ganze gekostet hat. Und diese beiden Faktoren in erster Linie, die waren für den Gewinneinbruch jetzt verantwortlich. Aber man sieht, die Dividenden sind immer noch schön gedeckt. Und das ist hier ein Qualitätsunternehmen und natürlich vor allem, das ist uns allen klar, in der neuen Weltordnung, die ja wenig harmonisch ist und aus unterschiedlichen Machtblöcken besteht, die in einer solchen, da geht es halt auch, da profitiert man eben als Rüstungsunternehmen doch prinzipiell schon. Und insofern ist Lockheed Martin ein interessantes Investment. Die Dividenden sieht man auch hier anhand von Gewinn und freien Cashflow, die sind sicher, beziehungsweise sie erscheinen sicher und wir haben hier Dividendensteigerungsraten jährlich von, ja, nicht ganz 10%, aber knapp 10% oder um die 10% in der Vergangenheit und der jährliche Zuwachs der Dividende jetzt geschätzt wäre 7,5%. Ich vermute allerdings nicht, dass wir eine wesentliche Verlangsamung bekommen werden. Hoher einstelliger Bereich, damit sollte man rechnen können. Wenn wir in den Dividendenturbo gehen, dann sehen wir hier, dass die Dividendenrendite sogar wieder etwas angestiegen ist. Wenn wir jetzt mal gucken, sie liegt sogar über dem 5-Jahres-Korridor, also im 5-Jahres-Mittel, war die Dividendenrendite bzw. lag sie bei 2,58%, jetzt haben wir 2,88, also knapp 3%. Und wie ihr schön sehen könnt, wird sie relativ bald weiter steigen und dann haben wir 3% persönliche Dividendenrendite. Insofern schon relativ attraktiv, wie ich finde. Der starke US-Dollar macht natürlich auch ein bisschen dem Unternehmen zu schaffen, so wie vielen amerikanischen Unternehmen, die US-Dollar bilanzieren. Aber mit 72,5% Umsatz in den USA und damit auch in US-Dollar fällt das Ganze noch relativ moderat aus, würde ich sagen. Also wer es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, in Rüstung zu investieren, der darf sich Lockheed Martin anschauen, weil es durchaus ein interessantes Unternehmen ist. Und wesentlich dann für eine Kaufentscheidung ist natürlich die Bewertung. Jetzt ist bei der Bewertung natürlich so eine Geschichte, weil wir eben hier einen Einbruch haben beim Gewinn. Und ich habe mir mal überlegt, dass man die Aktie ja auch anders bewerten kann. Wir haben ja hier unterschiedliche Maßstäbe bzw. ja, fundamentale Daten, auf denen man den fairen Wert berechnen kann. Und ich würde mal den Umsatz heranziehen. Wenn man den Umsatz heranzieht, muss man auch immer noch mal kurz die Margen prüfen. Und da sind sie auch schon. Und interessant ist jetzt zum Beispiel hier bei Lockheed Martin auch zu sehen, dass die Margen relativ hoch sind. Das heißt, hier in der Vergangenheit mal waren sie sehr niedrig, Anfang der
2000er Jahre und sind dann immer weiter gestiegen. Und wenn wir das eine Aktie anhand des KUVs bewerten möchten, dann müssen wir mal aufpassen, dass die Margen nicht extrem unterschiedlich sind. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich würde nicht diesen 10-Jahres-Durchschnittszeitraum nehmen, wenn ich auf das KUV gehe, wo noch die Margen teilweise hier beginnen bei unter 9% lagen. Jetzt sind sie bei 13,5% fast, sondern ich würde hier anfangen, wo die Margen schon zweistellig gewesen sind und dann auch zweistellig geblieben sind, also im Jahr 2014. Und dann kann man sagen, okay, kann man besser mit dem KUV arbeiten, dann gehen wir mal hier hin. Jetzt kann man mal kurz auf das Multiples-Tag gehen, das sieht man auch hier, wie das KUV sich so entwickelt hat. Wir sehen, dass das durchschnittliche KUV hier auf den Zeitraum bei 1,46 liegt. Das ist eigentlich überhaupt nicht so astronomisch, wenn wir das mit einigen anderen Aktien vergleichen, die KUVs haben, die zweistellig sind. Und als wir noch in der Tech-Krise gewesen sind, ja, haben wir viele gehabt, die 20, 30, 40 hatten und dabei aber keine Gewinne erzielt hatten, sondern Verluste. Da ist das natürlich, geschweige denn von Dividende zahlen, da ist das natürlich attraktiver. So, jetzt gucken wir aber erstmal an, wie es tatsächlich aussieht. Und dann würde ich sagen, jetzt ab 2014, das ist also der Umsatz. Jetzt nehmen wir erstmal hier, ich zeige erstmal den fairen Wert an, so wie er hier jetzt standardmäßig genommen wird. Das nehme ich aber weg, die Jahre. Gucken wir mal, gucken, wie sich das verändert. KUV hier war schon 1,4. Wenn ich jetzt das hier nur nehme, wo LVMH wohl schon sagt, Lockheed Martin profitabler wurde, dann springt er von 1,4 auf 1,5. Also etwas nach oben. Dann kann ich mal noch ein bisschen ranzoomen. Machen das hier weg. Zoomen wir noch ein bisschen näher ran hier. Und da sieht man leider, dass Lockheed Martin noch nicht so günstig bewertet scheint. Jetzt muss man aber auch gucken, die Weltlage hat sich ja auch verändert. Und ich meine, das Rüstungsunternehmen in der aktuellen Situation doch tendenziell eher Profiteure sind. Relativ oft korrigiere ich in der aktuellen Lage bei der Bewertung Unternehmensmultiples, also hier diese Schnitte, nach unten, weil ich vorsichtiger bin, weil ich mir sage, okay, das Risiko ist einfach zu hoch. Hier an der Stelle könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man das KUV nach oben korrigiert. Und da, also zum einen, weil eben die aktuelle Situation einem Unternehmen wie Lockheed Martin zugutekommt. Und zum anderen auch noch, weil wir hier doch relativ hohe Margen haben. Ich hätte auch eher erst im Jahr 2018 anfangen können mit der gleichen Argumentation. Nämlich hier sind die Margen noch mal höher geworden und sie sollen ja auch hier, sage ich mal, bei um die 13% bleiben. Also theoretisch könnte ich auch erst hier anfangen, 2018. Das mache ich jetzt mal. Und dann haben wir sowieso noch mal ein höheres KUV. Schwuppdiwupp. Und jetzt sind wir jetzt bei 1,6. Ich glaube, das lassen wir so, wie es hier ist. Und jetzt könnte man theoretisch noch, wenn man wirklich wollte, nach oben gehen. Aber wir lassen es mal so. Und dann gucken wir mal, was für eine Renditeerwartung man dann hat. Und das wäre dann bezogen auf den fairen Wert, auf das nächste Geschäftsjahr eine jährliche Renditeerwartung von 3,4%. Dividenden inklusive, fast alles wären dann Dividenden. Das heißt, damit besiegt man die Inflation kurzfristig erstmal nicht. Wenn wir mal weitergehen, schauen wir mal, was wir dann für eine Renditeerwartung hätten. 5,1%. Das heißt, mit einem KUV von 1,6, da würde man unter der aktuellen Inflationsrate erstmal bleiben. Hätte aber eine Aktie im Depot, wo ich sage, die ist nur moderat riskant. Aktien haben natürlich immer ein gewisses Risiko, aber die Aktie ist nur moderat riskant. Jetzt könnte man sich hier, könnte man mal sagen, okay, in dem volatilen Umfeld, Lockheed Martin hat ja jetzt auch vom Hoch einiges verloren, nämlich hier ja, knapp 30% sogar, könnte man jetzt hingehen und sagen, gut, dann schauen wir doch mal, wenn wir jetzt für 375 Dollar die Aktie kaufen würden, was hätten wir denn dann für eine längerfristige Renditeerwartung? Dann legst du hier bei 6,4% und wenn wir bei 365 US-Dollar die Aktie kaufen würden, was hätten wir dann für eine Renditeerwartung? 7,3%. Da würde ich vermuten, dass wir hier schon positiv rauskommen würden. Längerfristig, weil die Inflation vermutlich nicht so hoch bleiben wird. Deshalb ja auch die Zinserhöhung. Und dann geht es natürlich immer höher, je günstiger ich die Aktie kaufe. Also um die 350 US-Dollar
Kauf, dann hätte man schwer mal schon bei den 9% Renditeerwartung. Und das vermutlich mit einem relativ moderaten Risiko. Sehe ich jedenfalls so. An der Stelle aber, ich gebe ja keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen ab. Das wäre Lockheed Martin. Es gibt ja noch andere Aktien im Rüstungsbereich. Man muss ja auch, wenn man an die Branche, wenn man an die Zukunft dieser Branche glaubt, nicht alle Eier in einen Korb legen. Man könnte ja noch in andere Rüstungshersteller investieren. Und es gibt noch einige, die haben tatsächlich eine höhere Dividendenrendite, sind teilweise aber sehr klein, wie Smith & Wesson. Da muss man sich vielleicht gut überlegen, ob man in sowas investiert. Aber wenn man Raytheon Technologies oder General Dynamics, die kommen auch jeweils auf über 2% Dividendenrendite. L3 Harris Technologies, 2% Dividendenrendite. Also da ist einiges dabei. Gibt es auch europäische Spieler wie Safran oder Leonardo oder Saab und Not Pure Plays, wie man so schön sagt, wie Airbus beispielsweise. Also ist einiges drin. Man kann dann auch gucken hier im Ranking. Wir haben hier so ein Dividendenwachstumsranking. Ich denke, Dividendenwachstum ist an sich ganz gut in Zeiten von so einer Inflation, wenn man auch so ein bisschen guckt, dass die Dividenden sich dynamisch erhöhen. Und bei Lockheed Martin sind es ja 10%, knapp 10% im Jahr. Das kann man schon als dynamisch sehen. Wenn man dann hier auch mal schaut, welche Aktien da ganz oben sind, da seht ihr dann L3 Harris Technologies, General Dynamics, Lockheed Martin. Dassault hätten wir auch noch im Angebot und einige anderen. Also da gibt es schon einiges im Bereich Rüstung. Es gibt noch einen Bereich, den ich als interessant erachte, und das wäre der Bereich der Tower REITs. Der besteht aus 3 Aktien, wobei ich jetzt erstmal hier den Filter leeren muss, weil der war ja auf Rüstung und da sind sie. Und ich finde nach wie vor American Tower ziemlich interessant, weil die Aktie auch verloren hat, und das sieht man hier. Und da kommt man jetzt vielleicht auch relativ günstig zum Zuge mit einem KGV von unter 20. Wir gucken uns die Bewertung gleich an, wollen aber erstmal noch hier ein bisschen schauen, was da so passiert ist. Es steht ja immer so die Angst im Raum, habe ich jedenfalls aus der Community mitbekommen, dass Starlink irgendwann diese Tower REITs obsolet macht. Jetzt habe ich was Interessantes gefunden hier bei Golem. Und zwar, dass die Datenraten sinken von Starlink aufgrund der höheren Kundenzahl. Und zwar recht beträchtlich. Das waren Einbrüche bei Datenraten hier von über 90 Megabit die Sekunde auf nur noch leicht über 60 Megabit. Also ein Drittel quasi langsamer geworden. Und das zeigt, dass Starlink auf jeden Fall in der aktuellen Ausbaustufe beantragt sind, glaube ich, oder es sollen werden bis zu 30.000 Satelliten. Momentan ist die Anzahl der Satelliten noch bei, ich weiß nicht mehr genau, 2.000 oder 3.000. Also da könnte noch einiges kommen. Aber ich nehme es eher als Ergänzung wahr, tatsächlich, und ist auch in der Industrie so die Wahrnehmung, und weniger als Konkurrenz, die disruptiv, wie man so schön sagt, den bodengestützten Mobilfunk quasi ablöst. Das finde ich positiv. Negativ haben wir natürlich beim Geschäft von American Tower zu vermelden. Einmal den starken US-Dollar, weil wenn wir uns hier die Region angucken, da sehen wir, dass nur knapp über die Hälfte, obwohl es American Tower heißt, nur knapp etwas über die Hälfte der Umsätze in den Vereinigten Staaten gemacht werden und viel in Indien, Brasilien, teilweise auch in Deutschland. American Tower überlegt sich, Vodafone Funktürme abzukaufen. Was ich nicht weiß, ob das so allzu schlau wäre. Jedenfalls haben wir hier relativ hohe Anteile an Umsätzen, die nicht in Dollar fakturiert werden. Und das wirkt sich negativ aus, das ist das eine. Und das andere ist selbstverständlich die Inflation. Einmal bezüglich Schulden und einmal bezüglich der, ja, in erster Linie bezüglich der Schulden. Bezüglich der Umsätze ist natürlich auch interessant, weil einige dieser Umsätze, vor allem die im Ausland, die haben einen gewissen Inflationsschutz. Das steht in den Verträgen tatsächlich drin, das kann man im Geschäftsbericht lesen. Während allerdings die Umsätze, die in den USA erzielt werden, die haben
feste Erhöhungen. Also die Umsätze bzw. die Verträge, die laufen so zwischen 5 und 10 Jahren und im Schnitt werden so maximal 10% der Verträge stehen zur Verlängerung an, also könnte dann quasi gekündigt werden. Das ist dann noch relativ moderat. Der Rest ist quasi Recurring Revenue, wenn man so möchte. Und das Problem ist jetzt natürlich, wenn in den USA vorherrschend feste Mieterhöhungen sind und die liegen bei um die 3%, da kriegt man natürlich den Inflationsausgleich nicht rein damit. Das heißt, solange die Inflation dann bei über 3% bleibt, so lange leidet American Tower dann auch umsatztechnisch unter der Inflation. Das ist das eine, und das andere sind natürlich selbstverständlich die, sehen wir auch hier, die Schulden, die immer teurer werden. Jetzt hat American Tower hier, ich zeige es mal kurz, immer mehr Schulden gemacht. Bis vor kurzem, jetzt haben sie hier wieder, sind sie hier etwas rückläufig. Sie haben auch Goodwill hier nochmal angehäuft durch Übernahmen im Jahr 2021. Und ich hoffe auch, dass die nicht noch weiter hingehen und jetzt weiter expandieren international, beispielsweise indem sie Vodafone was abkaufen in der aktuellen Situation. Und man sieht es auch hier anhand der Schuldenquote, dass die gestiegen ist. Zum Hoch waren es knapp 76%, wir sind jetzt um 5% jetzt wieder, ist die Schuldenquote gesunken. Dennoch relativ hoch, und das seht ihr auch hier, den Zinsaufwand, wie er hochgegangen ist. Ich zoome mal hier rein. Ihr seht, der lag hier bei unter 800 Millionen, dann hat man mehr Schulden gemacht, dann lag er bei 870 Millionen US-Dollar. Okay. Und jetzt hat man zwar weniger Schulden, aber der Zinsaufwand ist trotzdem gestiegen auf fast 1 Milliarde. Und das hat natürlich, das hat damit zu tun, dass ein Viertel der Schulden, die American Tower hat, die werden variabel verzinst. Und das ist natürlich etwas problematisch in dem Sinne, dass wir steigende Zinsen haben. Und man sieht es auch hier anhand der Tilgungskraft, wenn wir das alles mal wegmachen, dann sieht man, dass die Tilgungskraft jetzt auch niedriger wird. Das heißt, die Dividenden sind nach wie vor gedeckt. Hier die Tilgungskraft liegt auch bei 370 Millionen US-Dollar noch, aber vor kurzem lag sie noch bei über 1 Milliarde. Und das hat unter anderem mit dem höheren Schuldendienst zu tun. Da muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe mal noch eine Grafik gemacht gehabt. Die habe ich jetzt leider nicht offen, aber ich werde sie gleich aufhaben. So, was ich mir noch angeschaut hatte, das war bei American Tower die Fälligkeit der Schulden. Was auch interessant ist, es ist, wann die Schulden jeweils fällig werden und in welcher, was für Schulden American Tower gemacht hat. Und ihr seht hier die drei Arten von Schulden, die man unterscheiden kann. Das eine ist quasi so ein Kontokorrentkredit, das ist Revolving Credit, das Term Loans, das sind im Prinzip Bankkredite, wie man sie klassischerweise kennt. Man lässt sich was auszahlen, dann hat man Annuität und bezahlt es zurück. Oder es ist ein endfälliges Darlehen und dann gibt es hier die Anleihen. So kann man auch Schulden machen. Und ihr seht hier, dass Pi mal Daumen für 6 Milliarden Dollar dann was zurückbezahlt werden muss. Und das muss dann eben neu, die Schulden müssen dann quasi neu aufgenommen werden, refinanziert werden und da werden dann auch höhere Zinsen für fällig werden. Also das ist quasi der Knackpunkt bei American Tower. Interessant könnte die Aktie jetzt aber trotzdem sein, weil das Geschäftsmodell an sich ist aus meiner Sicht weiterhin intakt und es ist auch weiterhin für es sorgt auch weiterhin für dynamisches Wachstum. In Zuwachsraten von um die 20% werden prognostiziert. Ich muss mal gucken, wie jetzt hier die Zuwachsraten hier in der Vergangenheit waren. Im einstelligen, mittleren einstelligen Bereich würde ich mal sagen, in der Vergangenheit 14%
Und der Umsatz soll jetzt um 17% im laufenden Geschäftsjahr wachsen. Die 20% beziehen sich auf das wachsende Datenvolumen, was wir haben sollen. Es soll um die 20% wachsen von Jahr zu Jahr. Und das ist ja genau das Geschäftsmodell von American Tower. Insofern ist es ein Zukunftsfeld, beziehungsweise ist es sehr zukunftsträchtig. Jetzt muss man mal gucken, wie viel von dem Negativen, was steigende Zinsen und Inflation auf dem Geschäft lasten, bereits im Aktienkurs drinne sind. Und wir haben hier eine durchschnittliche Bewertung der Aktie von um die 22. Ich würde hier die Funds from Operations nehmen, die sich ja nicht unterscheiden von den Adjusted Funds from Operations, nicht wesentlich jedenfalls, haben eine längere Historie. Und wenn wir das einmal mal drüber legen, dann sehen wir hier, dass die Aktie, nachdem sie längere Zeit überbewertet war, haben jetzt durch diese starke Korrektur in eine Phase der Unterbewertung eingetreten ist, zum ersten Mal wieder seit Anfang 2019. Wenn wir uns hier mal so ein bisschen die Wachstumsraten hier unten angucken, ich tue uns mal etwas reinzoomen hier, nehmen wir hier 8 Jahre, dann sehen wir, dass sich das nicht wesentlich verlangsamen soll. Also wir haben hier hinten ein relativ etwas dynamischeres Wachstum gehabt. Vielleicht sieht man es auch so. Hier war es interessanterweise, als das Wachstum sehr dynamisch war, war die Aktie niedriger bewertet als später, als das Gewinnwachstum etwas abgeflacht ist. Wenn wir jetzt aber die Perioden vergleichen, wie sie prognostiziert werden und wie sie hier in der Phase der Überbewertung sind, da erkenne ich keine Verlangsamung des Wachstums, weder optisch hier noch anhand tatsächlich der nackten Zahlen. Wir können weiterhin rechnen mit einem Wachstum von im zweistelligen, im niedrigen zweistelligen Bereich, sage ich mal, bei Umsatz und Gewinn. Insofern, ja, finde ich das ja mal ganz interessant von der Bewertung her. Hier könnte man jetzt theoretisch auch sagen, okay, ich korrigiere noch ein bisschen nach unten, gehe mal hier auf 20 beispielsweise und senke dann mal hier das KGV. Ach, das war jetzt der AFFO, können das gleiche Spielchen hier machen, unterscheiden sich ja eh kaum, ne? Deshalb liegen sie auch aufeinander. Und dann mal schauen, was man für Renditeerwartungen hat. Man könnte auch noch wirklich aufs Aktuelle runtergehen, um es noch ein bisschen konservativer zu machen. Und dann schauen, auf was für Renditeerwartungen man kommt. Und weil wir ein Wachstum haben von um die, ich sage jetzt mal, 10%, großes Motto, dann erwarte ich auch eine Rendite, die sogar drüber liegt, über den 10%. Warum? Weil diese 10%, wenn die Gewinne um die 10% steigen langfristig, dann wird die Aktie auch um 10%, also das Unternehmen um 10% mehr wert und damit auch die Aktie um 10% wert. Aber American Tower schüttet ja auch noch Dividende aus. Da fällt mir ein, apropos Dividende, wenn wir in Dividenden-Turbo gehen, ist die Dividende denn momentan attraktiv? Und da sehen wir, ja, sie ist attraktiv. Hier mit 3,06, also 3,1% Dividende, ist deutlich mehr, als es in der Vergangenheit gegeben hat. Und ihr seht hier, was dynamisches Dividendenwachstum bedeutet. 4% an persönliche Dividendenrendite bei Kaufkurs heute, laut Prognosen, muss man dazu sagen. Gehen wir wieder zurück auf die Bewertung. Und wenn wir jetzt einfach mal das hier anschauen, ich habe es nicht vorher gemacht, also ich erwarte jetzt hier eine Rendite von, ich würde mal sagen, 12, 13% aufs Jahr. Ha, 12,5. Ich habe es nicht gemacht vorher. Ich habe es nicht gemacht vorher. Ich habe es nie nicht angeguckt. Werde mir natürlich nicht glauben, aber okay. Also, und damit könnte man der Inflation tatsächlich ein Schnäppchen schlagen. Ein Schnippchen schlagen, so rum heißt es. Es ist natürlich, American Tower ist so ein bisschen eine Wette darauf, dass die Inflation irgendwann wieder in den Griff bekommen wird. Das heißt, wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, irgendwann in diesem Jahr sicherlich natürlich nicht mehr, aber im nächsten Geschäftsjahr dann die Inflation wieder zurückgeht und vielleicht auch dann irgendwann die Zinsen wieder leicht sinken. Die werden jetzt erstmal noch weiter steigen auf 4% plus. Aber das soll natürlich nicht dauerhaft so bleiben, und wenn nicht die Wirtschaft abwürgen, dann vermute ich, dass American Tower, auch andere selbstverständlich,
eine Erholungsrallye machen können. Und dann ist, denke ich, auch mit schönen Kursgewinnen zu rechnen. Bis dahin könnte es sein, dass man bei American Tower erstmal ein bisschen noch durch das Tal der Tränen muss. Wenn es ganz schlimm käme, also wenn es ganz, ganz schlimm käme und man bekäme die Inflation nicht in den Griff und es würde mehrere Jahre gehen, dann kann man auch eine Dividendenkürzung bei American Tower nicht ausschließen. Aber wie immer gilt, hohes Risiko, hohe Rendite. Und das Geschäft von American Tower, das Geschäftsfeld von American Tower, das ist intakt und wird meiner Meinung nach für weiteres Wachstum sorgen. Insofern finde ich die Aktie auch attraktiv, hat halt ein höheres Risikorenditeprofil, also beides ist höher als Lockheed Martin beispielsweise. Wer es weniger riskant hat, mag, der kann auch überlegen, ob man beispielsweise einen anderen Tower REIT möchte, wie Crown Castle, dem 100% der Umsätze in den USA. Da haben sie erstmal kein Problem beispielsweise mit dem starken US-Dollar, haben eine Dividendenrendite sogar von 4,6%. Oder, ich hatte schon gesagt, ihr habt hier noch LVMH, Pepsi und so weiter. Also man kann sich tatsächlich ein Depot zusammenstricken aus Unternehmen, die relativ gut mit der aktuellen Situation zurechtkommen. Ganz wichtig ist natürlich auch nochmal der langfristige Zeithorizont. Also momentan sind ja die Aktienmärkte wirklich im Rückwärtsgang. Und man muss halt, wenn man Aktien kauft, egal fast welche, damit leben können, dass man erstmal in den Miesen ist, bezogen auf seinen Einstandskurs. Es geht ja aber tatsächlich darum, weiterhin ums langfristige Investieren. Und im Prinzip müssen wir auch über die aktuelle Phase der Inflation hinausdenken als Anleger. Hier hatten wir die Phase gehabt im Jahr, ja, nach Corona, das wisst ihr selber, wo es mit den Tech-Aktien nach oben ging. Jetzt haben wir die Phase, wo es mit den Tech-Aktien extrem nach unten gegangen ist. Jetzt haben wir eine komplett andere Phase. Bis vor einigen Monaten waren Aktien alternativlos. Jetzt haben wir die Phase, wo die Luft abgelassen wird, wo jetzt alle Leute fragen, ja, soll ich jetzt in Anleihen investieren? Wir als langfristig orientierte Investoren müssen ein bisschen über diesen einzelnen Phasen stehen. Und eins ist auch ganz klar, also wenn wir nochmal zurückgehen hier auf den Artikel von den Top 50 Dividendenaktien. Also das hier ist ja mit die Wurzel allen Übels, der Ukraine-Krieg und die dadurch auch ausgelöste Energiekrise. Irgendwann muss dieser Krieg einem diplomatischen Frieden zugeführt werden. Das Vernichten und Töten kann ja nicht ewig so weitergehen und die Eskalationsspirale. Davon muss man einfach ausgehen. Und wenn das passiert, dann haben wir hier erstmal eine richtige Erleichterung und nicht nur so als Menschen, dass dieser Mist endlich mal vorbei ist, sondern auch die Börse wird es dann feiern. Und ich kann wirklich, ich sehne den Tag herbei, wo es soweit ist. Und da mache ich dann auch vielleicht mal eine Flasche Shampoos auf. Normalerweise trinke ich keinen Alkohol, aber da denke ich, würde ich mal eine Ausnahme machen. Und wir als langfristige Investoren, wir werden den Tag erleben, an dem dieser Ukraine-Krieg vorbei ist, an dem dann auch die Energiekrise dann nicht von heute auf morgen vielleicht gelöst ist. Wir haben ja auch zwei Pipelines, die wahrscheinlich nie mehr in Betrieb gehen können, auch technisch, selbst wenn man es wollte. Aber dann haben wir immerhin mal hier eine schöne Entlastung auch für die Börse. So, meine Freunde, das waren jetzt zwei Aktien aus zwei unterschiedlichen Branchen, von denen ich denke, dass man als langfristiger Investor damit liebäugeln könnte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, werde mich jetzt wieder Thailand widmen und wünsche euch eine schöne Woche. Ciao!